Ja, heute geht es um den Einbau in mein Gehäuse vom BeQuiet Darkbase Pro, und zwar den Einbau einer Grafikkarte, nicht mehr horizontal, sondern vertikal. Und warum hat der Duck jetzt die Tür zu? Ja, dahinter befindet sich eine Überraschung, die am Ende des Videos wird es gelüftet. Und nicht wundern, dass ich gleich umgezogen bin, weil das war vorgedreht. Alles Weitere, jetzt seht ihr erstmal zur Einführung nach dem Intro. Um das Razer Cable, um den Einbau ins BeQuiet Darkbase 700 Kabel, die ich bei dir habe, schon mal ausgepackt. Wie gesagt, da gibt es nicht viel zu sehen, da brauchen wir kein Unboxing zu machen. Das lohnt sich nicht. Aber alles Weitere gleich nach dem Intro. Und herzlich willkommen auf dem Channel. Schön, dass ihr eingecheckt habt bei mir. Ja, das ist ja jetzt mein neuer Wort. Ich finde es cool, ne? Andere mögen das anders, aber einchecken hört sich doch toll an, als wenn man auf dem Flieger eincheckt. Kennt ihr doch alle aus dem Urlaub, wenn ihr wegfliegt. Ja, heute geht es, das war so ein kleiner Scherz am Rand. Naja, auf jeden Fall geht es heute zum Thermaltake-Kabel, zum Razer Cable, und ich zeige euch das mal so kurz. Ich will hier kein Unboxing machen, da gibt es nicht viel zu sehen. Die Verpackung war schon auf, war ein Weihnachtsgeschenk. Ja, man muss sich auch mal was denken lassen. So sieht das gute Stück aus, also als wenn ihr einen ganz normalen PCI-Slot-Kabel habt. Wird dann hier eingeklemmt. Kann man hier links und rechts noch irgendwie einlassen und befestigen. Vielleicht baue ich mir da noch was und wird dann praktisch so oben reingesteckt. Hier ist natürlich ein Schutz drüber. Ja. Und das ist jetzt ein 20er. Ich hatte mich da so ein bisschen mit 30 echt verschätzt. Wie gesagt, Aufdruck Thermaltake. Ne? Ich kann hier keinen Mist erzählen. Die Dinger sind nicht ganz billig. Also so 36 bis 40, zwischen 36 und 46 Euro je nach Anbieter. Ich verlinke euch das auf jeden Fall in der Videobeschreibung, wo ihr die Dinger beziehen könnt. Vielleicht habe ich ja den Mist ab 1. Spannender kann man ja nicht sagen. Neue Affairs-Links über Amazon. Dann bekommt ihr noch eine Alternative. Jetzt noch mal ganz kurz zum Kanal. Ich hatte ja angekündigt, Namensänderung und entweder Darkies Hardware World, was ich auch cool finde. Da habe ich meine Kinder drauf gemacht. Gibt es noch nicht. Und Darkies Hardware Channel, gut, jedem ist bewusst, dass das hier ein Kanal ist. Und weiß nicht so genau. Weil Firma wird auch so heißen. Ja, ich weiß. Ne? Aber da steckt noch viel Arbeit, das ist noch ein weiter Weg. So, aber ich möchte euch abstimmen lassen, liebe Leute. Na, und vor allen Dingen schreibt mir. Ich freue mich über jede Nachricht, die da unten drin steht. Macht Vorschläge für 2018. Das ist bitte meine Forderung an euch. Es steht immer wenig drin und man weiß immer nicht, was man machen. Aber jetzt zur Abstimmung. Oben gibt es dann in der Infoleiste drei Möglichkeiten, neutral. Ja oder Nein. Also bei Nein die Menge, dann wenn zu viel Nein ist, dann überlege ich mir das noch. Dann bleibt das, wäre die eine Sache. Wie gesagt, 2018 wird es ja nun viele Änderungen geben. Im Design habe ich ja schon ein bisschen geändert, weil ich fand diese Kugel da in Gelb nicht so schick. Blau stehe ich mehr drauf. Na, und das habe ich dann schon mal geleitet. Es gibt, auf jeden Fall wird davon ein neues Intro erstellt von einem guten Bekannten, der das für mich macht. Hab da nicht so Plan. Eine Internetseite wird es auch geben, eine richtig offizielle. Na, da arbeiten wir zurzeit dran, parallel zu vielen anderen Dingen. Und ja, mehr gibt es erstmal nicht zu sagen. Würde mich freuen, wenn er, wie gesagt, die Links von den Affairs benutzt und halt mich mit euren Abos unterstützt. Denkt da, vergiss das so. Und jetzt will ich auch nicht mehr so viel quatschen. Jetzt gehen wir zum Einbau. Na? Schauen wir uns das Ding mal an. Ist ja nun die letzte vierte Phase, ne, von dem Bau. Und dann vielleicht Bordwechsel, keine Ahnung, was alles noch kommt. CPU-Wechsel auf
geht nur nach oben, geht nicht mehr nach unten. Sockel bleibt, das Kaffee schon mal verraten. Okay, denn wo geht's denn jetzt wohl hin? Na klar, das ist doch wie immer üblich zur Hardware-Check. Ja, jetzt kommen wir versprochen, hatte ich ja, ne, zum ersten Video in diesem Jahr. Und dazu packe ich das mal ganz vorsichtig aus. Ich habe vorhin schon die Verpackung, das war ja mein Weihnachtsgeschenk von Thermaltake. Und da erwartet uns also eigentlich nicht viel. Da ist eine Bedienungsanleitung, mehr oder weniger Produkt, Warranty, bla bla, Garantiebestimmung. Ansonsten steht da nicht viel drin. Halt der Schutz. Oh, ja, und das möchte ich heute mit euch gemeinsam ausprobieren oder verbauen. Und schauen wir mal, wie das mit dem Razer-Kabel so aussieht. Ne? Ob wir da jetzt einen Leistungsverlust haben oder nicht. Oder ob das optisch schöner ist. Ich denke mal, es wird optisch schöner sein, wenn die Grafikkarte dann vertikal eingebaut ist. Und das machen wir jetzt. Ja, ich baue schon mal die Grafikkarte aus, trenne die Kabel oder die Stromversorgung. Und dann setzen wir das Ding gemeinsam ein. Dann bis gleich. Na, ich habe mir gedacht, ich lasse euch mal ein bisschen teilhaben daran. So manch einer weiß ja nicht, wie das geht, so eine Grafikkarte rauszubauen und hat da vielleicht doch noch ein bisschen Angst. Müsste aber nicht. Ist eigentlich relativ einfach. Ganz so kurze Videos, weil ich will euch doch mal ein paar Details zeigen, weil der ein oder andere weiß nicht, wie das geht. Na, und ihr löst dann die Karte. Was ganz wichtig ist, ihr seht den da. Den müsst ihr drücken. Karte bei Festhalten eigentlich, aber erstmal trennen wir die Stromversorgung. Das ist nämlich ganz wichtig. So, trennen die Stromversorgung und drücken einmal. Dann könnt ihr die Karte eigentlich schon entnehmen. Und jetzt nehmen wir das Razer-Kabel oder Razer-Kabel, wie auch immer. Schauen uns das Ganze mal an. Die braucht ihr dann eigentlich nur so wieder einsetzen. Ich hoffe, man kann es sehen, weil ich sehe jetzt nämlich nichts. Ich muss das einfach mal vor die Kamera halten. So, setzt das wieder ein, legt es gebündelt runter, kommt so wieder runter. Und sobald werde ich das jetzt, habe ich ja die Möglichkeit zu testen, komme ich damit hin, komme ich da nicht mit hin. Das war nämlich meine Sorge. So, einfach mal von der Höhe zu checken, passt das oder passt das nicht. Also es wird auf jeden Fall passen. Knapp, aber es geht. Gut, und das werden wir jetzt tun. Also, ihr habt sehen, es ist rastet ein. Man muss jetzt hier auch nichts, ich muss jetzt den Kunststoff auch nicht verändern. Dann werden wir mal den Einbau gestalten. Jetzt die Slotbleche vor und drehen die raus. Erstmal sollte man das hier, glaube ich, verschieben. Ab. Das nervt mich jetzt etwas. Natürlich nicht. Ja, man sollte vielleicht doch ins Licht gehen. Ich baue das mal eben kurz ein und dann machen wir eine kurze Pause. Wir wollen das ja hier nicht. Sollten wir ja nicht stundenlang beim Slotblech eingucken. Dann baue ich ein Stück mal einsetzen. Ja. Schauen uns das Ganze mal an. Das soll ja dann so eingesetzt werden. Sieht ja schon geil aus, ne? Muss ich ja sagen. Haben die auch gut bemessen. So, dann setzen wir erstmal das Razer-Kabel ein. Als erstes, weil da entfernen wir jetzt den Schutz. Das Ganze sollte man auch vorsichtig machen. Wie gesagt, nicht auf so die Kontakte fassen, wenn es möglich ist. Ganz vorsichtig einsetzen. Stellt sich nicht vergessen. Ne, da müssen wir jetzt mal ein bisschen fummeln. Weil. So, ist drin. Ja, durch die Schwenkerei hier in dem Gehäuse selber. Na,
ist das nicht ganz so einfach. Aber ist auch praktisch, wenn man... Also passt echt auf den Millimeter genau. Befestigen wir jetzt wieder die Schrauben. So, dann setzen wir die ein bisschen an. Nummer 1. So, und dann haben wir das gute Stück schon drin. Also sieht ja schon verschärft aus. Jetzt machen wir den Stromanschluss wieder drauf. Also wenn der Vergleich von Anfang an sowas mit einbezieht, wie hier zum Beispiel mit dem Strom für die Grafikkarte und das Kabel lang genug lässt, dann passt das auch und dann passen die Sleeve-Kabel auch prima. Jetzt kann man sich das natürlich so ein bisschen hinstellen hier noch, damit es ein bisschen cooler wird. Ja. Und dann gibt das schon eine tolle Optik. Und ich würde sagen, wir lassen die Kiste einfach mal Probe laufen. Ne? Schauen uns das Ganze jetzt noch mal an. Also ich würde sagen, echt nur noch verschärft. Ne? Gut, die Lüfter drehen nicht gleich so an, wie sie sollen. Beziehungsweise beim Hochfahren ist es ja bei den Strike-Karten so, dass die Lüfter dann angehen. Und kurz danach ausgehen, wenn sie dann Temperatur haben. Ja, was soll man da noch zu sagen? Das haut einen doch einfach nur noch um. Man sieht jetzt endlich mal ein bisschen was von der Grafikkarte, sieht das Logo und ich bin ja geplättet. Wenn das Ganze jetzt auch noch keinen Leistungsverlust bringt, also keinen erheblichen Leistungsverlust, kann man damit leben. Weil letztendlich kommt irgendwie doch nur noch mal 1060, 1070 rein und wem juckt es da noch, würde ich sagen. Nicht so wirklich. Ja? Es ist schon abgefahren. Gut, dann machen wir mal die Scheibe drauf und schauen uns das Ganze dann nochmal an, wenn das System startet. Und dann machen wir dann mal gleich einen anständigen Test davon. Ja? Ich habe ja vorher schon Benchmark gezogen. Und ja, da sollte man dann eigentlich mal drauf gucken, ob das denn wirklich jetzt ein Verlust ist oder ob es wirklich kein Verlust ist. Oder wie viel FPS man dabei verliert. Also das ist ja auch so ein bisschen systemabhängig. Wie gesagt, ich habe da schon viele unterschiedliche Werte gehabt. Er hätte nicht gedacht, dass das so perfekt passt. Be quiet, habt ihr gut gemacht. Hohes Lob. So, dann wollen wir das System nochmal starten, damit ihr auch mal seht, wie die Lüfter anlaufen. Und es ist mega leise, ne? Sieht das nicht einfach nur geil aus? Gut, dann mache ich jetzt noch mal kurz die Scheibe davor, dass ihr es auch noch mal anschauen könnt. Also das ist einfach nur noch genial. Ja, damit ist das System eigentlich abgeschlossen. Außer ich wechsle noch mal das Board wegen dem Frontanschluss für den Typ C USB. Das werde ich wohl noch mal machen, weil das auf diesem Board leider nicht geht. Ich kann mich aber noch nicht entscheiden, ob ich da ein Gigabyte oder ein Asus reinsetze. Das ist mir noch nicht so wirklich... bewusst, obwohl die Gigabyte sind natürlich auch geil, so ist das nicht, ne? Okay, dann mache ich mal kurz die Scheibe drauf, dass wir nochmal schauen können. Ja, bevor mir jetzt mein Akku jetzt ganz ausgeht, also hier könnt ihr es euch nochmal angucken, weil ich glaube, der Akku ist gleich alle von der Kamera. Ja, also es sieht einfach nur noch genial aus. Ne? Also da gibt es jetzt gar nichts mehr zu maulen. Mehr kann man eigentlich schon gar nicht mehr machen. Ja, hier sind wir uns bei unserem Stresstest, na, wie üblich. Ja, Cinema Bench R15. Ja, da die höchsten Werte habe ich dann mit dem 4790 Cam erreicht. Ist halt so. Ne, aber dann so nach und nach hochkonfiguriert. Das Teil mit, glaube ich, mit 124 FPS laut dem da. Naja, aber es liegt jetzt bei 118, nee, oder ich war 122. Es sind jetzt 3 FPS auf jeden Fall Verlust. Meine Güte, da kann man auch mal mit leben. Und es schwankt auch so ein bisschen. Ich habe 2 Tests damit durchgezogen. Was will man eigentlich mehr? Muss ich da mit der GTX 57 gab es da schon schlechtere Werte. Aber es ist halt nur eine 1050. Da muss man immer dran denken. Und das darf man nicht im Hinterkopf vergessen. Hier kommen wir zu Valley, dem kleinen Benchmark-Test.
und steht auf 1080, halt die Auflösung, also Full HD. Und ja, wir kommen da so auf 76 FPS, so im Schnitt. Sorry, die schlechte Aufnahme, aber ist halt vom Bildschirm abgefilmt. Und naja, man kann sich da halt auch nicht beschweren, ne? Wie gesagt, 1050. Hier kommen wir zum Endergebnis mit einem Durchschnitt von 76 FPS. Gut, dann sehen wir uns jetzt gleich vorne bei mir, ne, zur Nachbesprechung. So, wie ihr gesehen habt, ist der Test abgeschlossen. Ja, ist heute passiert. Sorry, wenn es ein bisschen länger gedauert hat mit dem ersten Video in diesem Jahr, aber durch die Gründung der Firma ist es doch ganz stressig geworden. Man erstickt förmlich in Arbeit, aber okay, ist halt so. Ja, und jetzt wollt ihr echt das Geheimnis erstmal gelüftet haben und das will ich euch auch nicht länger auf die Folter spannen. Und dann kommen wir mal zu den technischen Fakten, die da so abgelaufen sind. Aber ich mache jetzt erstmal auf und siehe da, der Daki, wenn ihr es nicht sehen könnt, stehe ich jetzt mal auf und schwenkt da mal rüber. So ein bisschen, wir können auch mal ranzoomen. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und ja, sieht schon geil aus. Ne? Ist einfach nur noch geil. Ja, ist manchmal das echt gar nicht so einfach. Ja, vom System habt ihr jetzt genug gesehen. Und jetzt kommen wir mal zu meiner Rezession oder Meinung oder die Erfahrung, die ich da jetzt mitgemacht habe. Also wie man gesehen hat, entsteht ein kleiner Leistungsverlust von 2 bis 3 FPS. Dann muss man noch dazu sagen, ist auch ein bisschen tagesbedingt abhängig, was man da so im Hintergrund laufen hat. Ich habe zwar das System gerade wieder so ein bisschen aufgeräumt, muss aber demnächst sowieso nochmal das anders konfigurieren und dann landen wir wieder da, wo wir landen sollen. Aber es ist ein Leistungsverlust. Da brauchen wir uns. Das liegt auch jetzt nicht. Also wenn ich jetzt hätte dieses günstige Kabel genommen, was ich schon probiert hatte, hat man dann schon fast 5 oder 6 oder 8 FPS, die man da verliert im Benchmark. Kann ich nicht empfehlen. Also Thermaltake hat da echt gute Arbeit abgeliefert. Gering so wie möglich. Ich kann eigentlich das von Thermaltake jetzt weiterempfehlen, das Razer-Kabel oder Cable oder wie man das auch immer aussprechen mag. Und der von der Optik, mein Gott, ich finde es einfach nur noch super stark, geil, was weiß ich. Ich lasse das jetzt so. Shit's happen, sagt man ja im Englischen. Sieht einfach nur schön aus. Mir gefällt es. Und den Leistungsverlust, na gut, vielleicht sollte man dann von der 1050, was sowieso passieren wird noch als Upgrade, auf die 1060, 1070 umsteigen, eher wohl 1070. Was es da wird, bin ich mir noch nicht so ganz so sicher. Ich verfolge da noch die Testberichte und verfolge die Preise und muss mich da jetzt auch, habe ja die Chance, dass ich jetzt beim Disputoren einkaufen kann, mal gucken, wenn das Video fertig ist, was da so anliegt. Aber ich muss auch erstmal noch einen Firmenrechner bauen und dann kommt die Karte halt da rein. Bei uns wird ja alles weiter verbaut. Ne? Außerdem sind ja auch noch Kids da, die wollen ja auch immer gehen. Aber so, jetzt nochmal zu den Fakten zurück. Also ich kann es weiterempfehlen. Der da drauf steht, der wird das gerne in Kauf nehmen und da ist jeder Cent wert. Und dann zum Gehäuse, zum Darkbase 700, habt ihr bei Gequite echt super gemacht. Also die Passform, es passt alles hundertprozentig genau.
Man muss da nicht dran rumbasteln noch oder irgendwas verändern. Es geht einfach einzubauen. Die ganze Sache dauert vielleicht eine Viertelstunde oder so oder eine halbe Stunde, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt. Und es ist einfach. Ich kann einfach nur sagen, Jungs, bei Be Quiet, ihr Konstrukteure, habt's gut gemacht. Finde ich einfach super toll. Ich bin ja sowieso von Be Quiet überzeugt, ne, und ist halt so. Ne, benutze ich ja nun gerne. Zum System selbst, jetzt mit der NZXT Wasserkühlung X62, sieht auch top aus. Deswegen habe ich mir, hätte jetzt auch eine Be Quiet, eine 280, 360 nehmen können, aber mir hat die Optik halt besser gefallen und sie nehmen sich auch nichts. Da ist vom Preis wieder, ich weiß, sind billiger. Vom ganzen System her ist es jetzt auf 4,3 GHz übertaktet. Die Grafikkarte läuft im Overclocking-Modus. Das kann man ja bei den Sticks ja so, oder Strikes ja so machen, dass man das mit der Software so ein bisschen hochklockt, ne? Also ein bisschen Overclocking macht, kann man auch noch mehr übertakten, aber sehe ich keinen Sinn drin. Jetzt ist ja schon ein paar Tage in Betrieb, seht ja, ich habe auch ein bisschen verändert hier, ist ein bisschen kleiner geworden, ne? Ist ein bisschen ungewohnt jetzt noch, vielleicht muss ich mir da doch noch mal einen anderen Tisch, aber ich wollte halt, dass man das jetzt hier auch mal was von sieht, was man da gemacht hat. Möchte doch jeder irgendwo, ne? Macht einen ja vielleicht auch ein bisschen stolz. Ja, da muss ich dann noch mal gucken, ob man vielleicht noch mal einen Tisch findet. In eigener Sache, dann kommen wir auch gleich noch mal dazu, wie gesagt, also ich kann es nur weiterempfehlen. Von mir gibt es da volle Punktzahl fürs Gehäuse, fürs Kabel. Ich packe euch das wie üblich wieder in die Videobeschreibung, ne, dann verlinke ich euch das. Nutzt bitte diese Affair-Links, würde ich mich sehr darüber freuen, aus dem Grund, ihr supportet nicht mich, ihr supportet den Kanal damit und fließt auch ausschließlich in den Kanal. Ich werde euch das auch demnächst zeigen, da ist ein bisschen was reingekommen und das ist dann auch reinvestiert worden in den Kanal, nicht für mich selbst. Na, das erledige ich dann schon selber. Das würde mich sehr freuen. Kennt ja auch den unten ist wieder der PayPal-Button, den könnt ihr auch drücken. Wie gesagt, dann, wenn da mal was zusammenkommt, dann habe ich mir überlegt, dass ich da vielleicht mal einen Teil verlose davon, von dem Erlös. Schauen wir mal. Ne, bis jetzt hat sich leider nichts getan. Ist auch nicht so tragisch. Ne, geht auch irgendwie anders. Ja, für die Zukunft wird es viele, viele neue Neuerungen geben. Ich habe mir jetzt die Abstimmung angeguckt. Ich mache wieder oben in der Infoleiste noch eine. Na, verlinke ich euch da auch wieder. Könnt ihr noch abstimmen wegen der Namensänderung. Es liegt zwischen 70% und 80%. Und auf Rat von außen auch könnte es durchaus werden, dass es Darkies Hardware World wird. Klingt vielleicht auch schöner und hat auch den Sinn, dass ich da so das ein und andere besser kombinieren kann. Na, ist für mich einfacher und für meine Frau auch buchungstechnisch. Die macht bei uns das Büro. Die hat es dann auch nicht mehr so schwer. Ist alles sonst eine komische Geschichte. Ne? Kanal bleibt auf jeden Fall privat. Na, vorerst erstmal, na, soll und es auch wenn es denn mal anders werden sollte, liebe Leute, es ändert sich nichts. Ich ändere mich nicht, ich werde kein Überflieger. Wir lassen das alles so wie schön wie es ist. Es soll so bleiben wie es ist. Ihr seid dran gewöhnt und das soll auch. Nun halt es für deine Namensänderung geben. Das mal so in eigener Sache. Und, na klar, ich würde mich freuen, schreibt Kommentare, gibt mir Anregungen. Das macht es mir leichter, euch vielleicht das ein oder andere zeigen zu können. Und eine kleine Überraschung habe ich auch noch. Wir haben durch Verhandlungen
jetzt den ersten Sponsor gefunden, der uns aus der PC-Welt was zur Verfügung stellt. Ist eine schöne Geschichte und da muss ich mich auch noch dann für denjenigen, wenn es soweit ist, bedanken. Kommt demnächst auch, lasst euch einfach überraschen. Es bleibt weiter spannend. Ja, es sind auch wieder viele Videos am Start, die verarbeitet werden muss. Zu Wochenende gibt es auf jeden Fall eins. In nächster Zeit muss ich gucken, dass ich dann immer noch in der Woche vielleicht eins schaffe. Aber da ist auch vieles, was jetzt echt dringend weg muss. Dann gibt es demnächst noch ein Gaming-Office-PC auf Basis von einem B350. Also da geht man auf Ryzen. Ich gehe auf Reisen. Ich werde euch jetzt mal einen Ryzen präsentieren. Ja, ich hoffe, diese bisschen Spannung hat euch auch Spaß gemacht. Ich fand es mal als niedlichen Gag. Manche gucken ja nicht zu Ende. Okay, ist halt so. Muss man mitleben. Ja, wie gesagt, das ist so. Ich kann nur sagen, top alles. Ich bin glücklich und zufrieden. Und wir schauen mal für die Zukunft, blicke ich mit, wie soll ich das sagen, einfach mit sehr viel Optimismus und schauen, ob das alles für 2018 in Erfüllung geht. Ich hoffe, dieses erste Video im Jahr hat euch Spaß gemacht. Es ist zwar wieder spät geworden, aber ich mache es gerne, mir macht das Spaß, es ist mein Hobby und es wird immer mein kleines Baby hier bleiben. Solange ich mir, Herrgott, diese Möglichkeit dazu gibt. In diesem Sinne kann ich mich nur noch herzlich von euch verabschieden. Ich wünsche euch eine verdammt schöne Woche, ein verdammt schönes Wochenende. Habt Spaß und hoffentlich keinen Ärger mit eurer Hardware. Und ich hoffe, dem einen und anderen hat das hier eine kleine Anregung gebracht. Und so ein bisschen Case-Modding machen wir demnächst auch nochmal. Obwohl mir meine Idee schon ein bisschen geklaut wurde, aber nicht so ganz. Das kriegt derjenige wohl nicht so ganz gebacken. Dazu braucht er nämlich ein paar Teile und die müssen erst fertig sein. Und zu der Anfrage der Schaltung des Darkbase Pro, des Darkbase 700 mit der Platine. Es ist in Arbeit, der mich da angeschrieben hat. Keine Sorge, ist aber die Teile sind halt noch nicht lieferbar und ich möchte nicht unbedingt mein PC auseinanderreißen, deswegen, um das mal zu erklären. Kommt auch noch mal irgendwann ein Abschnitt von, ich schätze mal so Mitte Februar. Ja, jetzt kann ich wirklich nur noch sagen, ich bin raus, ich habe schon wieder viel zu viel gequatscht. Ne? Oder ich sage jetzt mal, ich check aus und der Dagi ist jetzt raus. Das reimt sich, hat Pumuckl immer gesagt. Gut, in diesem Sinne, macht's gut. Video ist im nächsten am Start. Vergesst nicht, den Abo-Knopf zu drücken. Und wir sehen uns wieder. Ich freue mich schon drauf. Zum nächsten. Adatje.